schnell mit meiner Bulle durchkommen. Hallo liebe Algorithmen-Trader. In meinen letzten beiden Videos habe ich euch gezeigt, wie ihr eure Stärken und Schwächen analysiert, um damit eure Chancen zu erhöhen und die Risiken zu minimieren. Heute wollen wir einmal die Stärken und Schwächen der Big Player mit den Retail-Tradern vergleichen und herausarbeiten, wo unsere größten Chancen liegen. Wie immer handelt es sich um meine persönliche Meinung, die sich natürlich von anderen Tradern stark unterscheiden kann. Viele Trader gehen davon aus, dass die Big Player ein geheimes Konsortium gegründet haben, sich absprechen, zusammenarbeiten und die Preise manipulieren. Diese Aussagen sehe ich allerdings etwas differenziert. Natürlich ist der Forex-Markt und die Börse kein Spiel. Hier herrscht regelrechter Krieg, den die Big Player mit ihren überlegenen Waffen zu ihren Gunsten entscheiden. Die größten Big Player müssen nicht zusammenarbeiten, da sie ähnliche Vorgehensweisen nutzen und daher genau sehen, was ihre Konkurrenten gerade tun. Sie kämpfen eher gegen die institutionellen und Retail-Trader, die im Markt das meiste Geld verlieren. Wir Retailer sind, von der Anzahl der Trader her gesehen, zwar die größten, erleiden dabei aber auch die höchsten Verluste. Um unsere besten Chancen zu nutzen, müssen wir zunächst verstehen, worin sich die Big Player von den Retail-Tradern unterscheiden. Zunächst einmal verfügen die 100 größten Big Player, die im Forex Euro-US-Dollar arbeiten, über ein enormes Kapital, womit sie den Markt bewegen können. Dabei handelt es sich oft um Fremdkapital, das in der Regel von ihren Kunden stammt. Der Retailer arbeitet hingegen mit Eigenkapital, das durch die Hebel der Broker noch einmal vervielfacht werden kann. Die größten Big Player der Welt arbeiten ohne Stops und sind sogar in der Lage, ihre zuvor gesammelten Orders kurzfristig ins Minus zu drücken, ohne dabei in Bedrängnis zu kommen. Die meisten Retail-Trader nützen Stops, die von den Big Playern gebraucht werden, um damit ihre Limit-Orders zu füllen. Die Big Player nutzen auf der Limit-Seite Eisberg-Orders, um damit unbemerkt in den Markt ein- und aussteigen zu können. Retail-Trader nutzen hauptsächlich Market-Orders, um in den Markt zu kommen. Market-Orders sind leichter zu identifizieren als Eisberg-Orders. Die größten Big Player der Welt nutzen hochkomplexe Algorithmen, die die Zusammenarbeit zwischen ihren Limit- und Market-Orders koordinieren. Diese Algorithmen sind auf die Fehleinschätzungen der Retailer programmiert, die sich oft auf Indikatoren verlassen. Die Big Player muss man als eine Art Armee sehen, die nach klar vorgegebenen Strategien operieren, während der Retailer auf sich selbst gestellt ist und seine eigene Strategie verfolgt. Die Big Player sind nicht in der Lage, mit einem Knopfdruck 100.000 Lot zu erhalten. Deshalb sind sie gezwungen, in einer Akkumulations- oder Distributionsphase zu sammeln. Diese Sammelphasen können unter Umständen mehrere Tage dauern, während der Retail-Trader sofort ein- oder aussteigen kann. Die Big Player haben eine direkte Börsen- oder Forex-Anbindung, während der Retail-Trader unter Umständen mehrere Broker dazwischen hat. Dabei entstehen deutliche Unterschiede in der Geschwindigkeit der Order-Ausführung. Die größten Big Player der Welt arbeiten mit einem sehr professionellen Team, bestehend aus Analysten, Programmierern und Trader, während der Retail-Trader das Ganze alleine machen muss. Aufgrund der Sammelaktionen in einem großen Team und klarer Strategien sind die Big Player nicht in der Lage, so schnell zu reagieren wie der einzelne Retail-Trader.
Durch eine moderne Technik wie zum Beispiel Mikrowellen sind die Big Player in der Lage, massive Orderausführungen innerhalb von Millisekunden durchzuführen. Der Retail-Trader wird beschränkt durch seinen Internet-Provider und die Latenzzeiten seines Brokers. Die meisten Retail-Trader handeln nebenbei an der Börse, während die Big Player fast rund um die Uhr hauptberuflich tätig sind. Das erklärt auch die enormen Unterschiede im Bereich der Gewinnchancen. In bestimmten Situationen sind die Big Player gefährdet, massive Verluste zu generieren. Diese Verluste sind doppelt so tragisch, da es sich um Fremdgeld handelt. Die Big Player arbeiten mit einer sehr hochwertigen Technik im Bereich ihrer Computer und Server, während viele private Trader mit ihrem Handy oder Laptop handeln. Die Big Player bewegen den Markt, während sich der Retail Trader nur mitziehen lässt. Daher kostet eine Fehleinschätzung oft mehr Geld, als wenn man den Markt bewegen kann. Die Big Player handeln im Forex-Markt mit sehr geringen Kosten, wovon ein Retail-Trader nur träumen kann. Da bei uns so oft mehrere Broker dazwischen geschaltet sind, entstehen uns dabei deutlich höhere Kosten. Allerdings gehen die Big Player aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ein deutlich höheres Risiko ein als ein Retail-Trader. Durchschnittlich handeln die größten 100 Big Player pro Tag ein Handelsvolumen von 166.000 Lot, im Gegensatz zum Retail-Trader, der gerade mal ein Lot handelt. Die Big Player nutzen den Forex-Markt, um für ihre Kunden einen Währungstausch oder unterschiedliche Absicherungen durchzuführen. Daran verdienen sie hohe Provisionen, ohne dabei ins Risiko gehen zu müssen. Die 100 größten Big Player verfügen über konkrete Volumeninformationen im Forex-Markt, die sie sogar an institutionelle Trader verkaufen. Meiner Ansicht nach verfügen die größten Big Player im Forex-Markt sogar über einen emulierten Dom, der aus dem vorhandenen Volumen und ihren eigenen Informationen erstellt wurde. Diese tiefe Markteinsicht ist für einen privaten Trader nicht möglich. Interessant ist ebenso die Tatsache, dass die Big Player genau wissen, wie die Retailer arbeiten, während ihre Arbeitsweise den Retail-Tradern unbekannt ist. Die Hard Skills der Big Player, damit ist gemeint die Technik, die Server, das Internet, die sind über 30 Jahre alt und mit der Zeit gewachsen. Ein Retail-Trader ist gezwungen, diese Hard Skills erst einmal aufzubauen. Das Gleiche gilt für unterschiedliche Strategien, die im Laufe der Jahre immer wieder verbessert und optimiert wurden. Ihre Hardware wurde von Profis aufgebaut und wird täglich gewartet und optimiert, während sich ein Retail-Trader selbst darum kümmern muss. Im Laufe der vielen Jahre haben die Big Player eine optimale Handelssoftware entwickelt, während der Retail-Trader auf eine Fremdsoftware zugreifen muss. Die größten Big Player kontrollieren klar die Märkte. Das ist vergleichbar mit einem Riesenschiff auf dem Ozean, während der Retailer ungeschützt in einer Nussschale sitzt. Über 1 Million Retail-Trader tauschen sich täglich untereinander in unterschiedlichen Foren aus und geben dabei sehr interessante Informationen preis, während sich die Big Player in Schweigen hüllen. Stellen wir zunächst unsere Aussagen zu den Big Playern dem Retail-Trader gegenüber und bewerten diese als Stärke oder Schwäche. Zusammengefasst erkennen wir, dass die Stärken der Big Player ungefähr den Schwächen der Retail-Trader entsprechen. Hier erkennen wir bereits die klare Dominanz der Big Player. Betrachten wir nun die klaren Vorteile der Retail-Trader. Wir wissen, dass die Big Player mit Fremdkapital arbeiten und Fremdkapital ist nie so effizient wie eigenes Kapital, da für Fremdkapital Zinsen gezahlt werden müssen. Grundsätzlich ist das zwar ein Vorteil, hilft uns aber zunächst nicht im direkten Handel. Die Big Player sind gezwungen,
oft Stunden oder Tage lang ihre Positionen aufzubauen, während die Retail-Trader unmittelbar ein- oder aussteigen können. Dieser Punkt ist definitiv ein Vorteil für uns. Aufgrund unterschiedlicher Konstellationen sind die Big Player nur in der Lage, langsam zu reagieren, während wir Retailer hier einen klaren Vorteil im Bereich der Geschwindigkeit haben. Natürlich können die Big Player massive Verluste einfahren und haben dadurch ein deutlich höheres Risiko als ein Retailer. Allerdings scheint das die Big Player nicht zu interessieren. Insofern bringen uns diese Punkte auch keinen besonderen Vorteil im Handel. Aus meiner Sicht gibt es erst einmal zwei klare Vorteile auf unserer Seite. Wir können jederzeit ein- und aussteigen und müssen nicht stunden- oder tagelang Positionen aufbauen und sie verteidigen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass wir dadurch sehr schnell reagieren können, um schnell aus unseren Positionen herauszukommen oder in neue Positionen einzusteigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass wir Retail-Trader mit einer speziell gefilterten Software in der Lage sind, die Algorithmen der Big Player auszulesen. In vielen meiner Videos habe ich euch bereits aufgezeigt, wie man die Algorithmen der Big Player identifizieren kann, um daraus Handelsvorteile zu erzielen. Wir wissen, dass es keine Muster im Preis, den Kerzen oder im Bereich der Indikatoren gibt. Allerdings gibt es klare Muster in den Algorithmen. Algorithmen sind Aufträge, um damit die Limit Orders, Iceberg Orders oder Market Orders aufeinander abzustimmen. Das sind Programme, die immer abgerufen werden und daher klare Muster aufweisen. Wir haben unsere drei einzigen Chancen ausselektiert. Wir können jederzeit ein- oder aussteigen, sind in der Lage, schnell zu reagieren und können die Algorithmen der Big Player auslesen. Jetzt kommen wir zur spannenden Frage, wie können wir diese Chancen zu unserem Vorteil nutzen? Nun, die Antwort liegt in dem Wort schnell. Wenn wir schnell reagieren können, dies aber nicht in unserem Handeln umsetzen, verpufft damit ungenutzt unser Vorteil. Das ist zum Beispiel eines der Gründe, warum ich mich auf das Scalping spezialisiert habe. Mit Hilfe meiner Bionic-Kerze im Tickchart erhalte ich eine klare Übersicht im Kursverlauf durch die Identifikation der Schlüsselkerzen. Sobald einer dieser Schlüsselkerzen angelaufen wird, helfen mir die Algorithmen, die aus Börsendaten ausgelesen werden, die richtige Entscheidung zu treffen. Dann geht alles ganz schnell. Der Eintritt in den Markt, ab dann läuft mein Pip-Wert pro Minute, der mich über das aktuelle Risiko informiert. Meine Töne helfen mir, die Algorithmen schneller zu bestimmen, die mir dann beim Ausstieg behilflich sind. Wie wir wissen, sind die Hochfrequenz-Trader mit einer Gewinnquote von 99% den Big Playern deutlich überlegen. Natürlich kann ich meinen Sekundenscalping nicht mit einem Hochfrequenz-Trader vergleichen, da mir die besondere Technik nicht zur Verfügung steht. Es geht auch gar nicht darum, bessere Quoten als die Big Player zu erreichen, sondern ausschließlich darum, bessere Quoten als der Durchschnittstrader zu erreichen. Und wer das schafft, hat bereits einen erheblichen Marktvorteil. Der Satz, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen, erhält damit eine besondere Bedeutung. In meinen zahlreichen Videos findet ihr dazu konkrete Informationen und Ideen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Von knapp 30 Punkten gibt es nur 3 Punkte, wo wir den Big Playern überlegen sind. Der Ein- und Ausstieg, die Schnelligkeit und das Auslesen ihrer Algorithmen. Wer es schafft, diese 3 Chancen zu seinem Vorteil zu nutzen, kann damit seine Gewinnwahrscheinlichkeiten deutlich verbessern und gleichzeitig das Risiko reduzieren. Virtu ist der größte Hochfrequenz-Trader der Welt.
Analysten haben festgestellt, dass ihre Vorgehensweise fast risikolos ist. Aus diesem Grund ist ein kleiner Stop von 1,5 Pip, ein Take-Profit von 3 Pip innerhalb von 1 bis 2 Minuten ebenso für mich ein vergleichbar geringes Risiko. Mit dieser Vorgehensweise kann man selbst in ruhigen Marktlagen noch sehr gut handeln. Darüber habe ich schon in zahlreichen Videos gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr daraus einige Ideen für euch entwickelt, drücke euch für die Zukunft alle Daumen und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ganz liebe Grüße, Michael.